Also wir sind gerade dabei, Ansätze für Textaufgaben zu üben. Wir hatten eben gerade hier eine Lösung erarbeitet, und zwar eine kugelförmige Flasche mit einem Hals von 6 cm Länge und einer Öffnung hier oben von 45 mm, also Halsdurchmesser der Flasche. Die soll deswegen verkleidet werden mit einer Folie, weil dem Schnapshersteller das Flaschenglas nicht gefällt. Und da haben sie sich irgendwas einfallen lassen. Und jetzt geht es darum, die Oberfläche der Kugel zu berechnen. Es gibt mehrere Lösungsansätze. Wir müssen uns über Folgendes klar werden. Wir haben es mit einer Kugel zu tun, daher auch diese Strichelung. Und hier oben in der Kugeloberfläche fehlt was. Das ist dieses Loch hier, das ist damit gemeint. Hier dieses Loch. Dieses Loch, das sollte man bei Skizzen in Textaufgaben auf jeden Fall auch nochmal hinmalen. Und jetzt gibt es zwei Ansätze. Wie gesagt, entweder ich sage, ich nehme mal gleich den hier, den zweiten. Wenn ich die Nettofläche, die verkleidet werden soll, berechnen will, sage ich, okay, das ist die Oberfläche einer Kugel plus die Oberfläche eines Zylinders, die komplette Oberfläche aber, also rote Fläche und Mantelfläche, und muss dann dreimal eine Kreisfläche abziehen, weil in der Oberfläche des Zylinders schon zwei Kreisflächen drin sind, aber in der Kugel nochmal eine Kreisfläche fehlt. Umständlich, nehmen wir lieber diese Lösung, geht leichter. Wir nehmen die Oberfläche der Kugel, nehmen nur die Mantelfläche des Zylinders, also die hier, und ziehen nur einmal die rote Kreisfläche ab und haben dann die Nettofläche, was übrig bleibt. So, jetzt eine andere Aufgabe. Wir sind jetzt, jetzt hatten wir uns so mit lauter Kreisaufgaben beschäftigt und so weiter. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit einer vielleicht ungewöhnlichen Art. Die Aufgabe heißt: Ein Mann steht von einem runden Turm 35 Meter entfernt. Er weiß, dass der Turm 4 Meter dick ist. Ein Stahlturm gibt es. Er hat einen 40 cm langen Stab dabei, an dessen Ende rechtwinklig ein weiterer 30 cm langer Stab befestigt ist. Die Enden dieses Turms decken genau Fuß und Spitze des Turmes ab. Wie hoch ist der Turm? Wenn wir jetzt keine Skizze machen, sehen wir alt aus. Also, da steht so einer vor einem hohen, runden Turm. Der weiß auch, wie dick der Turm ist. Und wie er so über einen Stab peilt, nehmen wir das als Auge an. Wie er so über einen Stab peilt, hält er einen Stab in entsprechender Länge mit einem anderen Peilstab, und zwar so, jetzt mache ich das mal zum Peilen, so dass dieser Stab an den Enden genau den Turm verdeckt. Jetzt muss ich natürlich den Stab nochmal richtig einmalen. So. Und jetzt wissen wir, wie weit ist dieser senkrecht stehende Stab vom Auge entfernt. Wir wissen also die Länge dieses Stabes. Wir wissen diese. Wie gehen wir jetzt ran? Wir haben jetzt mal die Skizze vervollständigt. Wir haben mal irgendwelche erdachten Maße rangeschrieben. Die senkrechte Stab, der mit dem anderen Stab, worüber der Mann peilt, befestigt ist 20 cm lang. In einer Länge von 50 cm überdeckt dieser schwarze, oder ich mache mal rot, überdeckt dieser Stab hier genau Anfang und Ende des Turms. Und jetzt haben wir überlegt, ja, wie weit ist es bis dahin, bis zum Turm? Achtung, bis zur Mitte des Turms, das ist gefragt. Darum geht's. Und jetzt kam schon der Vorschlag, wir nehmen den Strahlensatz. Ganz genau. Dafür ist aber die Skizze nicht gut. Jetzt wird die Skizze zu verrückt. Machen wir die Skizze anders. Ich mache mal kurz Pause. Strahlensatz, jetzt angewandt hier. Wir haben uns praktisch die Skizze nochmal anders gemacht. Statt der hellblauen Linien habe ich grüne Linien genommen. Das ist die Turmhöhe. Hier. Höhe Turm. Das sind diese 20 cm und so weiter. Wie gehen wir jetzt weiter? Können wir jetzt ganz einfach so machen, wenn wir uns nochmal klar machen, das Rote verhält sich zu seinem roten geschnittenen parallelen Stück, wie das ganze Grüne, ne, von hier ausgehend, zu seinem längeren parallelen Stück. Dann muss ich sagen, A verhält sich zu x wie A plus B, nämlich das ganze Längere zu y. Und das Ganze können wir hier fast anwenden. Denn wenn man sich denkt, dass sich der Mann hier, der hier peilt, dass der eigentlich in die Mitte des Turms peilt, nämlich von ganz oben bis ganz unten, dafür genau die Mitte anpeilt, weil er den Stab so hält, dann können wir uns auch dieses Dreieck hier mit der punktierten Linie, na,
Können wir uns das auch so vorstellen, dass wir sagen, okay, wir schnappen uns nur dieses Stück. Dieses. Mit halbierten Längen. Na, dann machen wir uns eben noch eine Skizze. Ist ja nicht das Problem. Dann ist das und das. Hier. Wie lang sind die Stücke? Das rote ist dann bloß noch H-Turm halbe. Logisch? Das kleine Stück können wir sogar noch bezeichnen mit Zentimetern, 10 Zentimeter. Von hier bis hier bleiben es aber 50 Zentimeter. Noch logisch? Und die ganze Länge, also, jetzt mache ich es mal, was nehme ich denn jetzt noch für eine Farbe? Ich will sagen, von hier bis hier sind also 50 Zentimeter plus, und jetzt kommt es auf eine kleine Schwierigkeit an. Der Turm ist 4 Meter dick. Wenn ich also genau bis zur Mitte des Turms messen will, muss ich sagen, okay, es sind noch 2 Meter weiter, denn der Mann peilt von hier bis hier zur oberen Kante an. Er muss aber noch 2 Meter draufrechnen. Logisch? So, das heißt also, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Zum Schluss ein bisschen aufpassen. Stellen wir aber jetzt erstmal die Verhältnisgleichung auf. Hier, für diese Skizze hier. Hier müssen wir. Irgendwas stimmt am linken Rand nicht hier. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt stimmt es wieder nicht. Naja, gut. Egal, können wir nicht ändern. Also, hier für diese Skizze. Was verhält sich zu was? Wenn ich in Anlehnung an diese Skizze überlege, wie müssen wir es schreiben? Schieß los. Die 50. Wenn wir jetzt sagen, der Turm ist von der Höhe her bekannt, dann ist das ein bisschen blöd. Hier heißt die Aufgabe, wie hoch ist der Turm? Und jetzt habe ich was vergessen. Wir wissen L. Und zwar 35 Meter entfernt. Hier, das war gefragt. Das waren also 35 Meter. Aber L stimmt nicht ganz. Wir müssen noch 2 Meter dazu nehmen. Ja, von Auge bis dahin 35 Meter an die Kante, noch 2 Meter dazu, 37 Meter. Jetzt können wir hier HT halbe müssen wir so lassen, aber L müssen wir ersetzen, und dann hätten wir 35 plus 2 sind 37,5 Meter, müssen wir hier oben hinschreiben. Genau. 37,5 Meter. So, jetzt haben wir HT halbe da stehen. Was müssen wir machen? Wir kürzen erstmal die Zentimeter raus, dann wird das Ding übersichtlicher. Wir kürzen erstmal das raus. Wir streichen die Nullen raus. Wir haben eine 5 und eine 1. Wenn wir HT raus haben wollen, durch ist mal, streichen wir mal die 2 hier unten weg und schreiben sie oben drauf. Alte Rechenkunst. Wenn wir HT haben wollen und es steht unter dem Bruchstrich, schreiben wir lieber die Sache nochmal sauber ab. Hier steht 5, 5 Eintel ist 5, ist gleich 37,5 mal 2, jetzt sind wir in einer guten Lage. 37 mal 2, das sind dann 74,5, also 75 Meter durch HT. 75 Meter durch HT. Was machen? Ganz einfach, mal HT durch 5. Mal HT durch 5 teilen. Dann habe ich HT alleine stehen, und 75 durch 5 ist 15 Meter. Und dann hätte ich die Höhe des Turms. Strahlensatz einfach zu machen. Na klar, jetzt habe ich wieder gepennt. Ich bin scheinbar etwas verwirrt, weil ich nämlich hier ein Problem mit meinem Computer habe. Natürlich, wenn wir jetzt nochmal in die Skizze gucken, wenn die Länge vom Auge bis dahin bekannt ist, dann muss ich nur die 2 Meter drauf rechnen, dann brauche ich die 50 Zentimeter nicht. Das stimmt, das ist richtig. Danke für den Hinweis. Demzufolge ändert sich hier was, das sind dann 74 Meter. Jetzt wird es aber eine rechte Schmiererei. Aber 74 durch 5 ist so wie 74 mal 2 durch 10. 142 durch 10, 14,2 Meter ergibt das dann hier. Und jetzt müssten wir es aber im Sack haben. So, jetzt versuche ich mal dieses Technikproblem zu lösen, und dann machen wir weiter. Ein Lehrer will einen Tageslichtprojektor so hinstellen, dass das entstehende Bild an der Wand genau 2,16 Meter breit ist. Derzeit steht der Projektor 30 Zentimeter von der Wand entfernt, und das Bild ist nur 100 mm breit. Ist klar, wenn ich den Projektor ganz knapp vor die Projektionsfläche stelle, dann ist das Bild sehr klein. In welcher Entfernung muss der Projektor stehen? Der Ansatz, wie geht der? Eigentlich wieder, was nach Strahlensatz riecht, Gesundheit.
Hier ist der Projektor, der macht hier ein helles Bild. Und das ist klein. Er möchte aber ein großes Bild haben, was groß werden soll. Und schon haben wir wieder unseren Ansatz für den Strahlensatz. Und der Rest müsste klar sein. Jetzt müssen wir natürlich sagen, was verhält sich zu wem? Wenn ich mir diese Skizze nochmal anschaue, dann trifft die hier auch zu. Ich kann nämlich wieder sagen, ich nehme einen Mittelstrahl und bin damit eigentlich fertig. Wenn ich ganz korrekt sein will, ne, und halbiere dann die Strecken. Und dann kann ich wieder das machen. Das kleine Streckchen verhält sich zu dem kleinen halben Bild wie das lange zum großen halben Bild. Und damit bin ich eigentlich durch. Das war die Aufgabe Projektor. Wenn ich das jetzt entsprechend bezeichne und da die Längen ranschreibe, dann bin ich da eigentlich mit durch. Verhältnisgleichung richtig rum aufstellen, ne? Müsste eigentlich klar sein. Also, malen wir mal ganz schnell ran. Dass das entstehende Bild von der Wand genau 2,16 Meter breit ist. Also habe ich hier 2,16 Meter halbe. Derzeit steht das Ding 30 cm entfernt, habe ich hier 30 cm und dieses Bildchen ist nur 100 mm groß, also 50 mm. Oder ich schreibe mal hin, in der Aufgabe steht 100 mm halbe. Und jetzt war ja die Frage, in welcher Entfernung muss der Projektor stehen, damit ich das Große hinkriege. Also, was ist gefragt? Ich mache es mal schwarz. Von hier bis hier ist gefragt. Und was ist das? Die Gesamtentfernung. Wenn ich hier, ich kann hier E ranschreiben, E wie Entfernung. Wie muss ich jetzt rangehen? Ich schreibe also, 30 cm verhält sich zu 50 mm, kann ich hinschreiben. 30 cm verhält sich zu 50 mm. Ich muss bloß auf die Maßeinheiten nennen. Maßeinheiten dann aufpassen. Wie? Und wie müssen wir jetzt weitermachen? Ganz genau, jetzt schreibe ich diesen Kram so hin. 30 cm verhält sich zu 50 mm wie 1,08 Meter zu L. Ich kann jetzt aber nicht rumkürzen, denn ich habe hier noch Zentimeter und Millimeter. Ich muss also noch mal schreiben. Und noch was Blödes ist passiert, die gesuchte Größe steht unter dem Bruchstrich. Hier gibt es ein einfaches Mittel, damit man nicht so viel schreiben muss. Stürzen, ne? So, stürzen heißt, ich drehe um. L zu 1,08 Meter. Und jetzt hier, 30 cm und 15 mm. Machen wir 5 cm draus. Einverstanden? Schreiben wir 5 cm zu 30 cm. Und schon haben wir es. Jetzt können wir nämlich sauber kürzen. Ich mache das mal wieder in blau. Die Zentimeter fliegen raus. 5 Dreißigstel kann ich immer noch kürzen, wenn ich will. Ist ein Sechstel. Na und jetzt wird es leicht. Jetzt muss ich den ganzen Mist mal 1,08 Meter nehmen und dann habe ich es. Jetzt ist der Rest leicht. Okay, Fragen dazu? Und jetzt bin ich scheinbar auf der richtigen Seite, ne? Jetzt nehme ich den ganzen Mist mal 1,08 Meter. Und was passiert denn jetzt? Na, komm. Jetzt steht doch hier 1,08 Meter geteilt durch 6 ist gleich L. Was kommt denn hier raus? Ne? 1,08 Meter, komm. Das ist durch 3 teilbar, das ist sogar durch 6 teilbar. Oder tippt schnell ein, 1,08 Meter durch 6, tippt mal ein. Und dann kriegen wir 0,18 Meter SL raus. Und wenn wir jetzt unkritisch sind und sagen, naja, das sind 18 cm. Wie weit steht das Ding jetzt entfernt? 30 cm. Und ich soll es auf ein bisschen mehr als die Hälfte, dann müsste das Bild ja noch kleiner werden. Geht euch ein Licht auf, was passiert ist? Ich habe extra was dran gedreht. Warte mal. Und an der Stelle, jetzt mache ich mir nochmal klar, was passiert. Ich habe schon 30 cm. Ich soll auf 18 cm gehen, damit ein Riesenbild entsteht. Jetzt muss ich sagen, halt, ich habe hier Mist gemacht. Trotz aller Technik, trotz allen Umwandelns, streicht man alles durch und sagt, nein, das darf so nicht sein. Und fängt nochmal an und sagt, oh ja, ich glaube, ich habe hier oben falsch gehandelt. Schreiben wir es gleich richtig hin, schreiben wir L, verhält sich zu 1,08 Meter,
Das ist so eine Art Proportionalitätenprüfung hier, ob das richtig war. So, und jetzt nochmal gucken. L war die Länge. Und jetzt, was muss ich jetzt oben hinschreiben? L war die Länge. Und jetzt muss ich die 30 cm nehmen, ne? 30 cm zu 5 cm. Und mal sehen, ob jetzt was Vernünftiges rauskommt. Wenn ich nämlich hier kürze, dann müsste jetzt was ganz Vernünftiges rauskommen. Ich muss jetzt mal 1,08 Meter nehmen. Ich muss 1,08 mal 6 nehmen. Und dann ist L 1. Und auch hieran muss man prüfen. Ich muss also bei diesen Verhältnissen den Projektor 6 Meter weit entfernt stellen, damit ich ein 2 Meter großes Bild kriege. Das ist auf jeden Fall richtiger als das vorherige. Das andere war unlogisch. Das haben wir in der 7. schon immer gemacht, dass wir immer überprüfen, kommt dann das Vernünftige raus. Hier kam was ganz Unvernünftiges raus. Mit 18 cm bin ich nicht gut bedient. Und jetzt nochmal überprüfen. Ist das einigermaßen im Verhältnis? Ich muss 6 Mal so weit weggehen, damit ich ein entsprechendes Bild kriege. Ich glaube schon, ne? Jetzt kommen wir langsam hin, oder? Eine ähnliche Aufgabe, das war in der 7., als es um Proportionalität ging. Meinetwegen eine Klasse von 20 Schülern, also 20 Schüler, sollte 4 Stunden arbeiten, um irgendwie einen Hof sauber zu machen. Jetzt fehlen aber 5 Schüler, also habe ich bloß noch 15 Schüler. Und ich will wissen, wie lange dauert es. Wenn ich jetzt falsch rangehe und sage, 20 Schüler verhalten sich zu 4 Stunden wie 15 Schüler zur Zeit T, dann kriege ich auf jeden Fall was ganz Beklopptes raus. Ne? Was kriege ich denn jetzt raus? Man sieht es schon, hier kriege ich 3 Stunden raus. Also T wird 3 Stunden sein, wenn ich das entsprechend umwandle. Kriege ich raus, T ist 3 Stunden. Also ich habe weniger Schüler und bin schneller fertig. Ne? Immer über solche Ergebnisse nachdenken. Also das ist in diesem Fall der falsche Ansatz. Da sagt man, ach, je weniger, desto mehr. Das war doch so. Ich schreibe 20 Schüler mal 4 Stunden ist gleich 15 Schüler mal T. Und wenn ich das jetzt umstelle, dann kriege ich auch was Vernünftiges raus. Wenn ich das hier als gegeben nehme und ja, das ist so, dann könnte ich auch sagen, na gut, dann komme ich gar nicht erst, dann bin ich sofort fertig. Ne? Das ist dann okay. Nochmal kurz zur Erläuterung, also wenn ich zum Beispiel damals bei der Proportionalität geprüft habe, 20 Schüler habe ich, muss in 4 Stunden den Hof sauber machen, jetzt fehlen 5 Schüler und ich will wissen, wie die Zeit ist und es werden 3 Stunden rauskommen, dann ist es mehr als unlogisch. Da muss man natürlich dann sagen, okay, ich habe mich in der Rechnung verhauen und muss nochmal neu ansetzen, dann kriege ich auch was Vernünftiges raus. An allem immer zweifeln, nochmal gucken, ist das logisch. So. Nächste Aufgabe. Die haben wir gemacht. Ja, stellt ihr jetzt mal auf, ich mache mal eine Skizze.